Gott, ich will ein aufgebraucht Kerzenvideo machen. Die Tüte ist schon so widerlich. Deswegen versuche ich das Video relativ kurz zu halten. Wundert euch nicht. Es ist nämlich kein schöner Anblick mehr. Deswegen mache ich es kurz und knackig. Also könnt ihr euch über ein kurzes Video freuen. Ich schaue auch, dass ich dann nach noch ein Video hochlade, damit euch das nicht zu langweilig wird. Ich hoffe, ich kriege das so, wie ich es jetzt auch sage, hin. Ich habe 2 Kerzen leer gemacht. Das waren von Glade. Ich glaube 2 Winterkerzen. Das ist so sogar runtergerutscht, seht ihr das? Ja, ich finde die gut. Man riecht nichts mehr. ja, ich mag Glade-Kerzen wirklich sehr, sehr gern. Was ich aber noch mehr mag, sind die von Möbelix, die es ja leider nicht mehr gibt so. Die haben so ausgeschaut. Das war eine Zimtkerze, die ich da jetzt in der Hand halte. Leider gibt es sie ja nicht mehr. Ich habe Gott sei Dank noch viele Backups. Nur leider komme ich nicht zum Kerzenanzünden. Jetzt bei der Hitze will ich sowieso nicht. Und in letzter Zeit komme ich einfach nicht dazu. Was ja sowieso dramatisch genug ist. Dann habe ich einen Raumspray leer gemacht. Der sieht so aus. Vanille Orchidee heißt der von Balea. Nicht von Balea, von Denk mit, von der DM Eigenmarke. Wenn ich an DM denke, kommt automatisch Balea bei mir in mein Gehirn. War gut, war wirklich gut. Also ich mag diese Wintersachen vom DM sowieso so gern. Dann habe ich noch 2, die halte ich nur weiter weg, weil die schon echt schon abartig aus. Die waren von Hofer, das waren Melone Raumdüfte. Ich fand den Duft leider überhaupt nicht nach Melone. Na oh ja doch, aber nach so einer billigen Kaugummi-Melone. Ja, ich würde mir die von Hofer nicht nochmal nachkaufen. Da habe ich jetzt bessere gefunden. Aber dazu dann im nächsten Video was. Obwohl, ich könnte sie euch holen. Ich hole sie und zeige sie euch, weil sie sind sowieso schon leer. Das ist doch, glaube ich, eine gute Idee, oder? Dann kann ich sie gleich entsorgen. Das sind von Paioma, heißt die Marke. Die gibt es beim Müller. Man riecht das sogar noch, wenn man es in der Hand hält. Einfach unpackbar. Eine Arbeitskollegin kauft sich die immer für ihr WC. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum kauft sie die? Und warum kauft sie die immer wieder nach? Weil sie gesagt hat, die sind auch teuer. Das riecht so stark, ich muss es weglegen. Die sind wirklich, wirklich gut. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn meine Epuro-Backups weg sind. Ich bin so froh, dass ich euch die jetzt gezeigt habe. Dann kann ich meine Epuro hinstellen. Aber die haben, also ich habe in der Wohnung die Tür aufgemacht, wenn ich vom Arbeiten nach Hause gekommen bin, und man hat diesen Raumduft in der ganzen Wohnung gerochen. Ungelogen. Also ich glaube, wenn man noch eins in der Wohnung hätte, 3 wäre das viel zu viel. Die waren super. Ich muss mir nochmal die Geruchsrichtungen anschauen. Dann habe ich noch ein Raumspray. Das ist der Kokosananas. Den habt ihr schon in vielen Videos von mir gesehen, weil ich den sehr, sehr gern mag im Sommer. Dann habe ich noch den Mixed Berry. Den mag ich komischerweise nimmer mehr, weil ich habe das Problem, dass ich den als Raumspray auf dem WC habe. Und der Raumspray ist scheiße. Deswegen mag ich den Duft nimmer mehr so. Dann mag ich die indische Baumwolle am liebsten. Die sieht so aus. Die mag ich am liebsten. Also die kann ich mir immer wieder nachkaufen. Eine Zeit lang gab es das ja leider nicht mehr. Da war ich total angefressen, weil es die nicht gab. Und was kann ich noch dazu sagen? Eigentlich fällt mir nicht viel ein. Ich habe mir die, glaube ich, sogar nachgekauft. Ich muss nur schauen, wie viele ich noch habe, weil ich glaube, meins in der Küche ist leer. Und deswegen muss ich mal schauen, wie viele ich noch von denen habe. Oh Gott. Dann das letzte. Ist ein Aroma-Öl. Bratapfel heißt das. Das war eine Winteredition von Primavera. Da habe ich den Tester davon bekommen. Ich wollte den eh unbedingt haben, weil der hat echt gut gerochen. Der war wirklich, wirklich gut. Ich krieg's nicht mehr auf. Ich würde mir die Primavera nicht selber kaufen, weil ich ein bisschen zu geizig dafür bin. Weil ich ja auch noch so viele andere Duftöle habe. Aber ich mag die Primavera wirklich, wirklich gern. Hätte ich weniger und würde ich es öfter benutzen, würde ich mir sowas auch nachkaufen. Aber durch das, dass ich nicht benutze, kaufe ich mir auch nicht nach. Ja. Ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt relativ kurz war. Ja. Ich muss solche Videos, glaube ich, öfter machen. Aber das Problem ist, es wird nicht so lang, weil ihr habt ja gesehen, wie wenig ich aufgebraucht habe von den. Ihr müsst mir sagen, ob ihr das noch sehen willt. Wenn wollt, nicht willt. Also ihr müsst mir sagen, ob ihr das noch sehen wollt. Wenn nicht, schaffe ich es total ab. Weil das bringt, glaube ich, nichts, wenn ich euch das zeige, oder? Schreibt mir das in den Kommentaren. Dann entscheide ich, ob ich es aufhöre oder nicht. Weil ich glaube, das bringt nichts, das Video, oder? Sagt mir Bescheid. Und dann sehen wir sich im nächsten Video wieder. Bye!